Guten Tag und willkommen zurück hier bei Kirby und das vergessene Land. Es gibt eine Blaupause. Die bekommt man nur als Belohnung für einen Turniersieg. Und ihr habt es wahrscheinlich schon erraten. Es ist die Meta Knight Blaupause. Heißt, wir werden wahrscheinlich in diesem Part Meta Knight besiegen. Dann lass mal sehen, was du so hast. Willkommen im Kolosseum. Falls du hier bist, um an einem Turnier teilzunehmen, bist du genau richtig. Da sieht man sogar Belohnung für Erstabschluss, eine Blaupause. Das Meta Knight Turnier. Okay, dann lasst uns mal rein. Du bist nun für das Meta Knight Turnier angemeldet. Das wird sicher spannend. Ich bin schon ganz aufgeregt. Der Eingang zum Kolosseum ist dort drüben. Wenn du soweit bist, geh einfach rein. Falls man es gerade gehört hat, das war mein Stuhl. Für diejenigen, die sich wundern, was gerade da geklackt hat. Und wir bekommen einiges hier geliefert. Ich denke, die Tomaten kann man zwischen den Kämpfen essen. Noch 6 Gegner, okay. Aber brauchen wir nicht. Wir haben volle Gesundheit und auch sogar eine Maxi-Tomate noch im Inventar. Also wir werden das wahrscheinlich easy schaffen. Jo, aber keine Sorge, das wird jetzt kein fetter... ist wahrscheinlich eher so wichtig für mich anstatt für euch. Aber egal, was ich sagen wollte... Es wird kein fetter Kolosseum-Part. Ich möchte einfach nur die Blaupause holen. Und danach dann... Oh, Alter, es macht echt fett Damage. Danach möchte ich dann das Meta Knight-Schwert holen. Und das ging zügig. Holy shit. Oh, und... Ich dachte gerade, wir hatten noch 26 Sekunden übrig, dass es auch einen Timer gäbe, aber ich glaube, unsere Bestzeit wird hier gemessen. Jawohl. So sieht's aus. Okay, und das ist kein Sprintangriff, wie ich erst dachte. Ah, das wird jetzt aber, oder? Nö, auch nicht. Okay, beides keine Sprintangriffe. Interessant. Kirbys Angriffe lassen den Gegner verzweifeln. Jo. Ist auch das Drachenfeuer, was extrem krank ist. Aber das ist ein Sprintangriff. Also, falls ihr euch fragt, was ich meine. Ich meine einen Angriff, bei dem der Gegner an meine Position sprintet. Oder hechtet, was auch immer. Auf jeden Fall so ein, ja, so ein Tackle-Angriff halt, ne? Wo der Gegner darauf abzielt, uns safe zu treffen. Und das davor waren ja eher nur so Pflege. Bei dem man keine Befürchtung haben muss, wenn man nicht nah dran steht. Ey, holy shit. Au, okay. Das war ein bisschen dumm. Scheiße. Hau ab. Nur, ich habe mich echt schnell befreien können. Okay. Er hat zwar eine hohe Reichweite, aber... Das lässt sich easy kontern, indem ich einfach kurz springe. Und damit wäre auch dieser Gegner down. Entweder ist das Drachenfeuer echt verdammt stark. Oder die Gegner sind nicht so krass. Krass wie bei der ersten Begegnung.
Okay. Dem haben wir schon richtig eingeheizt. Und damit ist er auch schon down. Alter. Und Federina ist ein Gegner, den ich absolut nicht mag. Glücklicherweise wird auch sie direkt sterben. Alles klar. War's das schon? Jo. Alter, ne? Nee. Das Drachenfeuer gebe ich auf keinen Fall her. Das ist unfassbar krank. Der Kampf wird immer wilder. Die Zuschauer sind kaum zu bremsen. Au. Ja, okay. Auch die Wolken machen mehr Damage. Dieser Kampf wird immer intensiver. Da will man keine Sekunde verpassen. Ja, in der Tat. Und bei den Dingern können wir einfach hier vorne rumstehen. Ja, okay. Hau rein, Tropic Woods. Oh, und? Wir bekommen jetzt schon etwas. Das war jetzt was? I don't know. Egal. Oh ja. Und jetzt kommt natürlich noch der Meta Knight Fight und man kann das Schwert verweigern? Der einsame Kämpfer, Meta Knight. Alles klar, okay, ich wollte es ausprobieren. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es geht. Aber es ist cool, dass es geht. Nur ich finde es jetzt etwas schade, dass wir nicht das Schwert haben, weil gegen Meta Knight benutze ich eigentlich immer echt gerne das Schwert, weil das einfach so ein klassischer 1 gegen 1 Schwertkampf dann ist. Wenn man versteht. Und ich finde seinen Stil auch immer cool, dass er einem ein Schwert anbietet. Weil das ist jedes Mal so, wenn ihr auf Meta Knight trefft, falls ihr noch nicht wusstet, wird er euch ein Schwert anbieten. Ehrenhafter Sportsmann. Alter. Der auch einiges auf dem Kasten hat. Alles klar, Mann. Greift er jetzt nur noch damit an? Autsch. Das wird... Ah, okay. Ich dachte, das wird eine Schockwelle entsenden, aber nein. Es sind wieder diese komischen... Ah. Diese komischen Boden... Maulwurf-ähnlichen Lichtstrahle. Und klassischerweise zerbricht seine Maske. Und er ergreift die Flucht. Wahnsinn, ein überwältigender Sieg über den einsamen Kämpfer Meta Knight. Bravo, Kirby. Neuer Rekord. 4,23,71. Ja. Ist auf jeden Fall okay, würde ich sagen. Und voll im Rahmen. Also ich hatte jetzt so mit einer Minute pro Gegner gerechnet. Was nach dem ersten Fight ziemlich schnell erkenntlich war, dass wir es auf jeden Fall nicht brauchen. Aber ja, es war auf jeden Fall weniger als gedacht. Glückwunsch zu diesem überwältigenden Sieg, Kirby. Da habe ich gerade die Stimme verkackt, aber egal. Hier ist deine hart erkämpfte Belohnung. Du hast 500 Sternmünzen erhalten. Sack voll Kohle, okay. Du hast einen Stern erhalten. So ein Sternjuwel. Und du hast die Meta Knight Schwert Blaupause erhalten. Bring sie zu Waddle Dees Waffenladen, um damit die Spezialpower Schwert zu entwickeln. Alles klar, Mann. Und was genau war jetzt
Was genau war jetzt der Sack, den wir mittendrin bekommen haben? Ach, scheiß drauf. Hui, du hast aber viele neue Blaupausen für mich. Also gut, ich hole nur eben schnell mein Werkzeug. Jo. Mach das mal und dann können wir einen Arsch voll Sachen upgraden. Drei an der Zahl. Und die Kraft geht runter, aber das Tempo geht richtig heftig hoch. Okay, kolossales Schwert. Ist klar, dass das richtig reinhaut. Alles klar, Mann. Dann lass mal sehen. Kirby mit Meta Knight Schwert. Stelle ich mir echt krank geil vor. Oh, und können wir dann, während wir da so fliegen, das Schwert benutzen? Dass wir einen Flügel bekommen? Die Spezialpower-Schwert hat sich zum Meta Knight-Schwert weiterentwickelt. Und wir haben auf jeden Fall auch die coole Maske. Mit dieser entwickelten Spezialpower kannst du das Portal zum Meta Knight-Schwertschatz im Gebiet Winterkuppe betreten. Jo. Oh, doch! Wir haben Flügel. Funktionieren die auch? Nein. Schade. Boah, Alter. Geil. Okay, es sieht sehr wie ein Kostüm aus. Das gefällt mir nicht so gut. Aber wenn man sich das mal wegdenkt und sich vorstellt, dass die Flügel so, keine Ahnung, mindestens doppelt so groß sind, dann wäre es auf jeden Fall echt geil. Aber so sieht es ein bisschen lächerlich aus, muss ich sagen. Leider. Na gut. Scheiß drauf. Weiter mit der Bremskugelblitz-Power. Ja, komm. Überspringen wir mal. Die Spezialpower-Kugelblitz hat sich zu Bremskugelblitz entwickelt. Ach so, wir stoppen damit die Zeit, oder was? Dieser entwickelten Spezialpower kannst du aus Portal zum... Ja, ja, ja. Sehr gut. Echt so, Alter. Wie geil, aber es funktioniert anders, als ich gedacht habe. Ich dachte, wir können hiermit dann die Zeit verlangsamen, während wir so aufgeladen sind. Also wenn wir anfangen aufzuladen, können wir die Zeit verlangsamen. Und dann, wenn es am besten passt, halt zuschlagen. Aber nein! Wenn wir maximal aufladen... können wir die Zeit verlangsamen. Aber auch schon, wenn wir... wenn wir loslassen vorher. Hä? Moment mal. Okay, das ist irgendwie cool, aber ich würde jetzt nicht sehen, was uns das bringt, weil wir können keinen Damage machen. Es ist wirklich nur dafür da, um die Zeit zu stoppen. Sehr komisch, aber okay. Das wird sicherlich noch nützlich werden. Der Spezialpower-Igel hat sich zu Kristall-Igel weiterentwickelt und das sieht wirklich geil aus. Alter! Okay, das ist geil. Das ist doch mal richtig geil. Wäre das Meta Knight-Schwert auf dem Level, würde ich das echt hart abfeiern.
Oder Drachenfeuer ist genauso geil. Aber Meta Knight Schwert, ja, weiß ich nicht. Hatte ich mir irgendwie ein bisschen anders vorgestellt. Wie ich halt gesagt habe mit dem, ja, dass man, während man fliegt, dass man dann angreifen kann. Und, dass die Flügel halt auch etwas größer sind. Damit das nicht so sehr wie ein Kostüm aussieht. Beziehungsweise, dass halt auch die, diese Schnalle hinten weggemacht, also dass sie nicht da ist und dass die Flügel dann an Kirby verwachsen sind quasi. Und dass die Maske auch dann ohne so ein Band hinten halten kann. Das wäre geil gewesen, aber okay, scheiß drauf. Ausgebremst, eine Welt in Zeitlupe. Zielzeit 7 Sekunden. What the hell? Okay. Was? Okay, okay, okay. Jetzt weiß ich, wie das funktionieren soll. Wir müssen Gegner umrennen. Um die Wirkung zu verlängern. Na gut, okay. Dann macht das tatsächlich Sinn. Und die 7 Sekunden auch. Weil wir immerhin auch die Zeit extrem verlangsamen, stoppt dann auch die Zeit, die gezählt wird, mit. Okay. Das war natürlich sehr easy, aber coole Idee, Mann. Coole Idee. Dann hätte ich mir vielleicht eine striktere Zeit gewünscht. So 5 Sekunden wären besser gewesen, weil wir haben es ja jetzt sogar auch in 4,64, glaube ich. Ich kann nochmal kurz schauen. Ja, in 4,64 haben wir es abgeschlossen und 5 Sekunden wären dafür echt fair gewesen. Schlag zu! Meta Knight Schwertprüfung. Alles klar. 1,5 Minuten oder wie viel war das jetzt? Ich würde gerne nochmal kurz schauen. Lauf schon mal los. 1,5 Minuten, ja. Okay. Hallo, dreh dich um, Kirby. Oh, und es ist wie bei Link. Man kann nur ein Lichtstrahl abfeuern, wenn man volles Leben hat. Okay. Und ich glaube, das soll auch die Challenge hier in dem Dingen sein. Scheiß Dreck, Mann. Kirby dreht sich aber auch nicht, wenn man zuschlagen will, Mann. Das ist Kacke. Man muss wirklich warten, bis die Animation durch ist. Weil wenn man vorher B drückt, will sich Kirby nicht drehen. Okay, nice. Scheiße. Okay. Aber wir sind echt gut durchgekommen bisher.
Weiß nur nicht, ob das reicht. Okay, 1,40. War's das? Das war's. Okay. Zwar keine überkrasse Glanzleistung, aber schon sehr lange mit den mit diesem Lichtstrahl durchgekommen. Also, ich bin zufrieden. Okay, sehr geil. Dann würde ich sagen, machen wir hier noch diese Prüfungen, die hier übrig sind. Und ja, ich habe das immer noch nicht nachgeholt. Ich habe nur jetzt die eine Spezialpower geholt. Aber der letzte Part liegt auch noch nicht so lange zurück. Den habe ich erst eben aufgenommen. Also war ich nicht faul, okay? Ich war nicht faul. Okay. Hammerklettertour. Schlag die Nägel. Okay. Oh, das hört sich geil an. Oh mein Gott, das hört sich geil an. Komm, let's go. War ich zu langsam? 32 Sekunden. Nein! Nein! Die Zielzeit waren 40 Sekunden. Nicht 30 Sekunden. Okay, okay, okay. Let's go, Alter. Boah, das war geil. Das war... Es war zwar immer dasselbe zu tun. Halt so ein Nageltreffen. Und auch immer in demselben Abstand und quasi immer dasselbe, weil daneben ein Gegner war und man musste ihn dann, während man halt den Hammer schwingt, noch mit wegmachen. Aber ich fand's cool. Es hat sich auf jeden Fall gut, oder? Oh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie die erste Hammerprüfung war. Die war mit Bossfight, oder? Kann das sein? Ach, keine Ahnung. War auf jeden Fall geiles Konzept. Und das ist ja das, worum es ankommt bei diesen Dingern. Wassermarsch. Rutschige Geschichte. Okay. Das hört sich auch wieder sehr interessant an. Ah, ja, okay. Ah, das wird dann sogar dicht gemacht. Cool. Ah ja, okay. Nein, das... Das wollte ich eigentlich nicht, aber okay, dann mach halt, wenn du meinst. Ach nein, 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 nein. Ich hab's gerade gesehen. Hallo, Kirby. Mach doch bitte. Ja, ich wollte gerade sagen, das wird wahrscheinlich kein First Try, aber... ist auf jeden Fall interessant, das schon mal gesehen zu haben. Kommen wir tatsächlich durch. Spielzeit 1,20. Wie lange haben wir denn eigentlich am Anfang?
Oh, was? 2 Minuten dann, oder was? Haben wir 2 Minuten? Ja, komm, mach. Hä, warum wird das als abgeschlossen markiert? Ich hab doch noch nicht mal die... Ich hab doch gar nicht die Zielzeit. Hä, Moment mal. War es vorher auch schon immer so? Ich dachte, dann wird nur ein gelber Stern hingesetzt. Ohne das blaue in der Mitte. So wie halt bei den normalen Leveln, aber nö. Anscheinend nicht. Hau ab. So. Schön. Nein, geh weg. Jawohl. Ja, okay. Das ist jetzt egal gewesen, weil das muss auf jeden Fall sowieso runter aktiviert werden. Ja, okay. Nein. Ich weiß nicht, ob ich es geschafft hätte, aber komm, wir machen es einfach nochmal. 1,45, okay. Also müssen 1,25 übrig, 25 Sekunden übrig bleiben. Das war ein echt guter Versuch, nur ich war ein bisschen zu scheiße. Bisschen sparen. Mit dem Wasser. Scheiße. Aber wenigstens schnell hier durch. Okay. Nochmal voll machen. Und dann können wir auch ein bisschen mehr boosten. Nein, was tue ich? Was tue ich? Was tue ich für einen Scheißdreck? Komm, mach. Ich stehe mir gerade leider selber im Weg. Aber das hier gut gemacht. Okay. Ja, 25 Sekunden müssen übrig bleiben, ne? Komm, dann mach. Geh rüber. Und da haben wir's. Alles klar, Alter. Das ist knapp bemessen. Das Zeitlimit. Aber fair. Ich habe ja auch einen Fehler gemacht. Darf man ja auch nicht vergessen. Okay. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls noch nicht getan habt. Und sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Und dann wieder mit einem richtigen Level. Vielen Dank nochmal und ciao. Bis demnächst.